In der Corona-Pandemie sind viele Angestellte ins Homeoffice umgezogen. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? Also ich kann gut zu Hause arbeiten, habe dort auch Ruhe und dann ein, zwei Tage die Woche ist das in Ordnung, schaffe ich auch viel. Aber dann möchte ich auch wieder zurück ins Büro und Leute sehen und den Austausch und ja. Also ganz im Homeoffice sitzen, wie es auch manchen geht, möchte ich nicht. Ich mache zu Hause genauso meine Arbeit wie im Büro, es ist nicht allzu umständlich. Ja, also das Homeoffice ist natürlich schon gewöhnungsbedürftig. Also man muss innerhalb der Firma irgendwie noch enger zusammenrücken wie sonst, weil die Kommunikationswege sind einfach andere. Ich glaube, es sollte schon weiter genutzt werden, diese ganze Digitalisierung sollte schon weiter fortschreiten. Und mit diesem Stimmungsbild zum Thema Homeoffice aus Plauen gehen wir in die dritte Folge von Martin Dulich konkret. Sachsens Wirtschaftsminister gibt heute wieder Einblicke in aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen. Einmal im Monat kommen wir ins Gespräch mit Vertretern aus sächsischen Unternehmen. Martin Dulich beantwortet außerdem wieder Fragen, die uns vor der Sendung erreicht haben, das dann im dritten Teil der Sendung. Und die Fragen drehen sich heute um das Thema die Zukunft der Arbeit, die Arbeit nach Corona. Unsere Gäste dazu sind Saskia Rudolph, die Glückswissenschaftlerin, ist eine von zwei Chefinnen der Firma Spiegelneuronen, deren Spezialgebiet die positive Psychologie ist. Ihre Kunden berät sie zu Themen wie Persönlichkeits- und Potenzialentwicklung sowie Mut und Zukunftsgewandtheit. Rainer Striebel ist Vorstandsvorsitzender der AOK Plus. Die Gesundheitskasse ist Ansprechpartner für über 90.000 Firmen in Sachsen und dabei selbst Arbeitgeber für 5.000 Menschen allein in unserem Freistaat. Ja, im zweiten Teil der Sendung, wenn es um das Thema Automatisierung geht, begrüßen wir dann noch Jens Rothe von Volkswagen. Herr Dulich, nichts hat die Arbeitswelt im zurückliegenden Jahr so verändert wie das Homeoffice. Ganz viele ArbeitnehmerInnen haben damit Erfahrungen gemacht, gute wie schlechte. Wo sehen Sie denn die Chancen für die Zukunft? Wir sind jetzt einfach einen Schritt der Normalität gegangen. Denn in anderen Ländern hat man schon viel schneller angefangen mit flexibleren Arbeitsmöglichkeiten, mit Homeoffice, mit mobiler Arbeit, mit Telearbeit. Und Corona war jetzt der absolute Treiber, der absolute Katalysator für eine Entwicklung, die auch notwendig ist. Und ich glaube, dass es gar nicht sagen wir, dogmatisch darum geht, nur zu sagen, es gibt nur noch Homeoffice oder es gibt nur noch Präsenz. Schlichtweg haben wir jetzt unsere Erfahrung machen können und damit vielleicht auch ein paar Sorgen und Ängste genommen. Insgesamt muss man aber auch sagen, dass das Homeoffice ein ganz, ganz wichtiges Instrument war während der Corona-Pandemie, um tatsächlich Kontakte zu vermeiden. Denn das war ja Sinn und Zweck dieser vielen Maßnahmen, um eben den Virus zu bekämpfen, Kontakte zu reduzieren, im Privaten, im Öffentlichen und eben auch bei der Arbeit. Und deshalb war es so wichtig, dass wir überhaupt mit dem Thema Homeoffice auch unsere Erfahrungen machen mussten, damit wir tatsächlich eben auch einen ganz wichtigen Baustein zur Pandemiebekämpfung leisten konnten. Also Homeoffice hat einen ganz großen Anteil daran, dass wir jetzt zum Glück sinkende Zahlen haben und hoffentlich bald den Schritt zur neuen Normalität gehen können. Also ein Stück weit aus der Not geboren, aber möglicherweise ein Konzept für die Zukunft. Frau Rudolph, Corona stellt ja die ArbeitnehmerInnen vor ganz neue Herausforderungen. Es ist aus der Not geboren gewesen, wie es der Minister sagt. Deswegen alle für alle ganz neu. Homeoffice, Kinderbetreuung, die Arbeitsteilung in der Partnerschaft, das alles wurde auf den Prüfstand gestellt. Ja, wie behält man denn in dieser Situation das Positive im Blick? Sie sind Glückswissenschaftlerin, beschäftigen sich mit angewandter, positiver Psychologie. Wie kann die dabei helfen? Also erstmal das Stichpunkt aus der Not geboren, sagt es ja schon. Und ganz kurz noch ein Wort zur positiven Psychologie. Das verwechseln ganz viele oft mit diesem positiven Denken. Also so in dem Motto, egal was passiert, du musst es total positiv sehen und alles ist okay. Und manchmal hatte man auch dieses Gefühl. Also alle waren irgendwie im Homeoffice, waren dort aber ja auf keinen Fall alleine, sondern hatten auf einmal unglaublich viele andere Dinge noch zu tun, wie Sie gerade schon gesagt haben. Und ich glaube, um das wirklich gut zu bewältigen, weil es ja auch eine Situation war, die wir alle so noch nicht kannten, ist eigentlich das Beste, sich so ein bisschen vor Augen zu führen, als wäre das eigene Leben wie so eine Art Mixtape und auf diesem so eine alte Kassette. Und auch da kann das Band ja mal reißen, eine Krise kann auftreten oder irgendwas verheddert sich. Und dann brauchen wir einfach verschiedene Instrumente, um da wieder klarzukommen. Und genau darum dreht es sich in der positiven Psychologie oder in der Glücksforschung.
Die guckt quasi auf die Tasten des Kassettenrekorders, in denen wir ja diesen Soundtrack unseres Lebens einlegen und schaut einfach, okay, jetzt ist vielleicht dein Band rausgesprungen, was machen wir denn jetzt? Oder wollen wir vielleicht mal gucken, was ist denn in der Vergangenheit gut gelaufen? Also welche Konstrukte innerhalb der Familie, innerhalb der Partnerschaft haben denn damals gut funktioniert? Wo können wir denn wieder so in die Kommunikation gehen, dass das gut wieder funktioniert? Also quasi Vergangenes, als keine Krise und kein Problem da war, wieder raufzuholen und in einer guten Kommunikation miteinander einfach eine gute Arbeitsteilung zu leben. Dann aber auch zu gucken, wo besteht denn noch die Möglichkeit für Pausen? Also überhaupt zu schauen, okay, wir machen jetzt vielleicht alle viel, viel mehr als vorher, weil wir Doppelbelastung, was auch immer haben. Aber wo finden wir denn vielleicht noch Platz? Und zwar jeder aus diesem Konstrukt, der im Homeoffice da rumspringt, dazu später ja noch mehr. Wo finden wir denn überhaupt noch Pausen? Und wenn man perspektivisch weiterguckt auf diesem Kassettenrekorder, den wir ja weiterlaufen lassen müssen, auch die Frage, was motiviert mich? Wo finde ich die Punkte, an denen ich wirklich dranbleiben will? Also diese Play-Taste, wie kriege ich das gut hin? Und gleichzeitig, und das ist auch sehr, sehr wichtig, immer zu schauen, und das macht die positive Psychologie auch, was nehme ich denn alles um mich herum auf? Und das ist in Zeiten wie diesen für unser Gehirn ganz schön viel. Und auch da guckt die positive Psychologie, was hält ein Mensch denn überhaupt aus? Wie werden wir resilienter? Wie schaffen wir es, durch Krisen durchzukommen? Und da auch immer mal wieder drauf zu schauen. Und dann aber auch, deswegen sitzen wir auch hier, immer auf dieser Vorspultaste übertragen, auch zu gucken, okay, vielleicht hat ja dieser Zustand, dass wir plötzlich, ich nehme meine Familie, plötzlich alle so aus der Not geboren und auf engstem Raum zusammen waren, was verändert das denn vielleicht? Ne? So dieses Thema, früher sind wir alle früh auf ein Haus gegangen, dann hat jeder sein Ding gemacht und jetzt hocken wir alle aufeinander. Vielleicht haben sich auch Rollen total umgekehrt, denn das haben wir auch gesehen in dieser Pandemie, sind ja systemrelevante Berufe oft welche gewesen, wo mehr Frauen tätig waren. Auf einmal war der Mann derjenige, der zu Hause war und alles gleichzeitig versucht hat. Also es ist ein ganz großer Umwälzungsprozess und die Glückswissenschaft guckt einfach gerade, was machen Krisen mit uns, guckt sie immer, aber gerade natürlich noch viel mehr und was ändert das auch in gesellschaftlichem Zusammenhalt und Miteinander und das finde ich unglaublich spannend und da immer zu gucken, wo man gerade ist, ist aber Wahnsinn. Ich glaube, so schnell gehen die Umwälzungen dann auch nicht innerhalb eines Jahres, weil die Forschung zeigt ja auch, in diesem Jahr haben doch wieder Frauen mehr Arbeit zu Hause mit den Kindern, mit dem Haushalt übernommen. Also das war noch nicht der entscheidende Punkt, dass das vorangetrieben wurde. Aber schauen wir mal rüber zu Herrn Striebel. Wie rund läuft denn das Mixtape of Your Life, um das mal aufzugreifen, bei der AOK Plus Arbeitgeber in Sachsen für 5.000 Menschen, Sachsen und Thüringen zusammen 7.000. Wie haben Sie dieses Phänomen Homeoffice gehandhabt? Haben Sie viele Leute ins Homeoffice geschickt? Wie war das? Mussten ja alle. Mitte März letzten Jahres, wo die erste Welle anlief, von heute auf morgen faktisch alle Systeme runtergefahren wurden, alles dicht gemacht wurden, da haben wir schon mehrfach geschluckt, wie wir das hinkriegen. Und was uns geholfen hat, ist, und Nebensatz, wir haben 85% Frauenanteil, also in Sachsen von den 5.000 Beschäftigten sind über 4.000 weiblich, hatten wir zum Glück schon vor einigen Jahren angefangen, das Thema Homeoffice bei uns auf die Agenda zu setzen, weil wir gemerkt haben, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erfordert auch Flexibilisierung der Arbeitswelt, der Arbeitszeit, der Arbeitsprozesse. Und wir hatten schon von den gut 5.000 Menschen, die in Sachsen arbeiten, hatten schon 800 eine Homeoffice-Vereinbarung. Also wir waren da schon unterwegs, wir hatten schon erste Erfahrungen gesammelt, wir hatten technische Voraussetzungen geschaffen, ganz wichtig, funktionieren Datenleitungen, funktionieren Kommunikationssysteme, funktionieren die Prozesse. Nur dann waren wir von einem Tag auf den anderen, hatten wir dann ungefähr 2/3 der Beschäftigten im Homeoffice. Und dann die Frage, wie halten unsere Systeme, die technischen Systeme dem Stand? Wie engagieren sich und organisieren sich die Beschäftigten? Wie spielen sich neue Prozesse ein? Und da hat es schon mal ein paar Wochen so richtig geruckelt und gab es dann die ganzen Schwierigkeiten, die man managen musste. Was aber hervorragend gelaufen ist, und da bin ich unglaublich dankbar unseren Beschäftigten, die Kunden haben fast nichts gemerkt. Wir mussten die Filialen dicht machen, der persönliche Kontakt ging nicht mehr. Aber Telefon, wir haben sofort alles hochgeschalten, was in Leitung was ging. Wir waren telefonisch erreichbar, per E-Mail, wir waren online erreichbar. Wir haben alle Kanäle geschaffen und nach einer relativ kurzen Einschwingphase hatten wir eine Situation, wo halbwegs Stabilität da war. Okay, ja. Also Sie waren schon ganz gut vorbereitet, aber ja, richtig live geht, das war natürlich nicht abzulaufen. Wir hatten Erfahrung, ja, aber natürlich hat uns die Pandemiewelle auch absolut überrollt, Schutzausrüstung, ja, Desinfektionsmittel und so weiter. Das waren Dinge, da dachten wir auch, wir wären gut vorbereitet und mussten dann auch erkennen, wie viele andere auch,
Das war natürlich jetzt die spezielle Situation in der Pandemie. Das sind die spezielle Situation und gucken dann Menschen im Großraumbüro, wie kann das noch funktionieren, ja, also Kontakte beschränken. Das war ja ein permanentes Ausprobieren. Aber wie gesagt, in unserem Grundverständnis war immer die klare Auffassung, dass Menschen am besten arbeiten können, wenn wir Situationen schaffen, wo sie sich auch wohlfühlen. Sie müssen den Sinn ihrer Arbeit verstehen, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, wo sie gut arbeiten können. Und die Wucht war natürlich bei den vielen Frauen, die bei uns arbeiten. Das sind auch die Schulen, die Kindertagesstätten dicht waren. Und ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob ich im Homeoffice bin und mich auf meine Arbeit konzentrieren darf oder gleichermaßen mich auch noch um Kinderbetreuung kümmern muss. Oder ich habe pflegebedürftige Eltern, da musste ich was tun. Also diese Mehrfachbelastung, die dann auf die Menschen geprasselt ist, das war ja nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Das ist natürlich kein Dauerzustand, das muss allen klar sein, dass Homeoffice und Kinderbetreuung auf Dauer nicht zusammen funktionieren. Aber jetzt mal von dieser speziellen Situation abgesehen, was nehmen Sie denn mit? Was denken Sie, was davon bleibt bei der AOK Plus? Ja, die Arbeitswelt verändert sich natürlich. Die Zusammenarbeit, die Prozesse verändern sich. Also ich habe selbst auch Homeoffice-Erfahrung sammeln dürfen. Also es ging ja bei uns durchs Unternehmen durch. Ja? Und ich habe auch für mich selbst gemerkt, was im Homeoffice funktioniert und was eben halt auch nicht funktioniert. Also wenn ich 5 Tage zu Hause wäre, da würde ich wahrscheinlich verrückt werden. Ich glaube auch, man muss einen klugen Mix finden. Die Menschen sind unterschiedlich, die Aufgaben sind unterschiedlich. Und ich glaube, das kann man nicht standardisieren, sondern man muss die Menschen angucken und dann Lösungen finden, orientiert an der einzelnen Person. Ja? Und wir haben auch erlebt, immer die Frage, sind die Menschen produktiver, gammeln sie zu Hause rum, tun nichts oder wie auch immer. Ja, wir haben da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Menschen, die deutlich produktiver waren zu Hause, auch andere Situationen, die sagten, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann nicht in Ruhe arbeiten. Das sind sehr unterschiedliche Situationen und da muss man einfach ausprobieren. Also wir sind unter Laborbedingungen haben wir angefangen, wir sammeln unglaublich viele Erfahrungen und wir müssen das jetzt für uns peu à peu sortieren, gemeinsam mit den Beschäftigten und einfach schauen, was funktioniert und was nicht. Und ich muss sagen, mir stehen teilweise Videokonferenzen bis hier. Ich brauche auch immer hier in der Runde das persönliche Gespräch, den Austausch. Und Sie können nicht alle Dinge so mit so technischen Systemen leisten, sondern Sie müssen auch Orte der Begegnung schaffen, des Zusammenspiels, des Austausches, auch über andere Dinge reden können. Ja? Also da müssen wir jetzt einfach schauen für die Zukunft, was wird sich verändern. Ich bin aber überzeugt, wir werden sehr viel mehr Homeoffice haben. Wir werden das weiter unterstützen. Wir werden aber auch Teile wieder zurück ins Unternehmen holen. Und was wir auch sehen, wir werden deutlich weniger Büroflächen künftig brauchen. Wir werden auch die Arbeitsplätze künftig völlig anders gestalten in der Firma, auch Unterstützung geben, den Beschäftigten zu Hause gucken, wo man dann noch nachrüsten kann. Wir werden denen auch Hilfestellung geben, Anleitung geben. Was meinen Sie, was wir Online-Seminare angeboten haben, wie arbeite ich am besten zu Hause für Führungskräfte? Wie kann ich meiner Rolle als Führungskraft gerecht werden, wenn meine Beschäftigten im Homeoffice sind? Was sind die Schwierigkeiten? Auf was muss ich mich einstellen? Sie müssen auch die Menschen unterstützen. Sie dürfen sie nicht alleine lassen nach dem Motto Homeoffice und kümmere dich mal, sondern sie müssen sie begleiten und da einen Weg finden. Ja, viele Arbeitstätige sind ja bisher nicht an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Dabei gibt es aber viele Begriffe, die umherschwirren. Homeoffice, mobiles Office, Telearbeit. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen Klarheit reinbringen, Herr Dulich. Was sind da die Unterschiede? Ja gut, die Telearbeit ist erstmal ein fester Arbeitsplatz, wo klar ist, dass über die Telekommunikation am Computer die Arbeitsabläufe sind. Mobiles Arbeiten hat viel mehr mit der Flexibilität von Ort und Methode zu tun. Und das Thema Homeoffice ist sozusagen nochmal die gesonderte Form, dass sozusagen das Arbeiten zu Hause stattfindet, die Kommunikation aber sozusagen über die elektronischen Wege zumeist laufen. Am Schluss wird es immer um eine Mischung gehen. Und ich glaube auch, dass viele, die jetzt über Homeoffice reden, eigentlich mobiles Arbeiten meinen und so, ist auch völlig egal. Weil wir haben jetzt sozusagen den erzwungenen Praxistest erlebt. Und das wird auch bleiben und sich weiterentwickeln, weil jetzt einfach die Erfahrungen gesammelt wurden. Und zwar sowohl für die Beschäftigten, dass es geht und was aber auch nicht geht. Also jeder muss eben auch ausprobieren, weil für manche war es eine Entlastung, für manche war es eine Belastung. Für den Arbeitgeber genauso. Da spielt das Thema zum Beispiel auch Raumkonzept auf einmal eine Rolle. Also ich habe es im eigenen Haus erlebt, wo sozusagen vorher der Anspruch war, jeder möchte seinen Büroplatz haben, am besten alleine und so weiter und so fort. Und auch diese Vorstellungen sind einfach jetzt gar nicht mehr so wichtig, weil auf einmal ist es wichtiger, Kommunikationsräume zu haben, Rückzugsräume zu haben, andere Möglichkeiten und so weiter.
Und deshalb bin ich auch froh, dass wir diese Erfahrung gesammelt haben, damit sich etwas verändert, weil wir werden in Zukunft mehr flexiblere Arbeiten haben. Und nochmal, ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass die Zukunft der Arbeit zu Hause ist. Es wird ein Teil zu Hause sein und ein Teil wird woanders sein. Und ich glaube, dass es auch für viele Menschen wichtig ist, auf Arbeit zu gehen, ja, aber eben auch die Möglichkeit zu haben, seine Arbeit anders zu organisieren, es eben auch von zu Hause aus zu machen oder eben auch der tatsächliche Zeitgewinn, den viele empfinden, dass sie nicht auf Reisen sind zu irgendwelchen Konferenzen, Kongressen, Veranstaltungen, sondern auch wenn wir sicherlich alle satt haben, Videokonferenzen über Videokonferenzen zu haben, haben wir aber auch unsere Erfahrung gemacht, wie effektiv auch Videoschalten sein können und eben nicht viel Zeit auf der Straße oder im Flugzeug zu verbringen. Die eine Frau in der Straßenumfrage aus Plauen hat es ja vorhin auch so formuliert, 2 Tage im Homeoffice ist okay, aber dann will ich auch mal wieder zurück und meine Kollegen sehen. Das geht, glaube ich, ganz vielen so, Frau Rudolph. Wie hält man denn so ein Team zusammen als Führungskraft und wie bekommt man da eigentlich noch so ein Wir-Gefühl hin? Tatsächlich ist eine der meistgestellten Fragen. Wir machen auch ganz viele Workshops und Vorträge für Führungskräfte, aber auch für ganze Teams. Und es kommt immer wieder die Frage so, ich vermisse meine KollegInnen und ich will wieder zurück. Und besonders schwierig ist es natürlich für die in den Unternehmen so ein bisschen der soziale Kit sind. Also diese People-Menschen, die vielleicht, wo manchmal gar nicht so klar herauskam, wie wichtig die eigentlich sind für das Team. Und denen geht es gerade auf der einen Seite geht es denen am schlechtesten, weil die halt das Menschelnde vermissen und gleichzeitig sind sie aber ja auch dafür zuständig immer, dass dieses Team zusammenhält. Und wir haben jetzt es ist ja jetzt schon eine ganze lange Zeit, sehr viele Möglichkeiten natürlich auch gemeinsam gesammelt mit all den Menschen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, trotzdem dieses Wir-Gefühl aufrechtzuerhalten. Ne? Also dieses, wenn man sich früher in der Kaffeeküche getroffen hat, dann muss man das jetzt halt virtuell machen. Dann macht man halt, die müssen festgelegter sein, aber dann gibt es halt virtuelle Kaffeepausen. Genauso geht das mit Mittagessen. Ich habe mit großen Unternehmen gesprochen, die haben gesagt, sie schicken teilweise so kleine Catering-Pakete nach Hause zum Mittagessen, damit es mal ein gemeinsames Firmenmittagessen gibt. Alle essen wieder das Gleiche, sitzen aber zu Hause und unterhalten sich wieder oder so. Einige Agenturen, die ich kenne, haben ihren Mitarbeitenden so Care-Pakete nach Hause geschickt, wo ganz am Anfang, da war Klopapier drin und Tee und also einfach so kleine, so ey, ihr seid wichtig, ihr zählt noch und so Gutscheinsysteme, aber auch die ganz kleinen Sachen, dass man sagt, hey, früher, liebe Kollegin, lieber Kollege, da haben wir uns doch immer noch nachmittags zum XYZ-Machen getroffen. Lass uns doch virtuell einfach trotzdem verabreden. Und ich weiß, wir können unsere Bildschirme alle nicht mehr sehen. Aber man muss auch einfach immer wieder sehen, nicht alle leben in einem Familienverbund zu Hause. Nicht alle haben noch ein anderes Wir in einem Haushalt, sondern diese Arbeitsfamilie, so nenne ich sie mal, die ist ganz, ganz wichtig. Und die brauchen das auch, dass man auch einfach an die mitdenkt, an die Kollegen und Kolleginnen, die das einfach vermissen und die das brauchen und das umso mehr stärkt. Ich mochte diesen Begriff oder mag diesen Begriff des Social Distancing deswegen auch gar nicht, weil das klingt immer so ein bisschen, wir müssen uns alle voneinander fernhalten. Aber wir sollen uns ja nicht sozial distanzieren, sondern physisch und das geht ja. Wir müssen aber meiner Meinung nach und auch sagt auch die Wissenschaft, auf dieses Miteinander noch viel, viel mehr Wert legen und viel, viel mehr noch schauen. Und das ist ja auch ein Fakt, wie es denn den Kollegen und Kolleginnen geht, weil die psychische Belastung aufgrund vieler Faktoren, die wir ja genannt haben, so, so enorm ist, dass wir noch viel genauer hingucken müssen, weil es eben nicht mehr in der Teeküche geht oder auf dem Gang oder auf dem Weg zur Arbeit, sondern einfach noch mehr darauf achten, zusammenzuhalten. Und das ist schwieriger, aber super wichtig. Also man braucht auch viele gute Ideen, wenn ich das jetzt so, man muss kreativ total werden. Wie sehr ist das schon bei den Unternehmen angekommen, Herr Dulich? Die haben den Praxistest gerade und ich glaube, dass da auch vieles gerade im Fluss ist. Also ich kann es ja wieder nur aus meinem Haus beschreiben. Bei uns sind über 90% der Beschäftigten in der Lage, Homeoffice zu machen und über die gesamte Pandemiephase haben es 70% auch regelmäßig genutzt. Und da ist eben auch erstmal das Bewusstsein auch bei uns als Arbeitgeber entstanden, Räume anders zu gestalten, das Hauskonzept anders zu diskutieren. Hatten wir zwar vorher auch schon, aber da sind wir auf ganz andere Widerstände gestoßen. Und von daher glaube ich, dass jetzt auch eine andere Offenheit und Bereitschaft da ist. Nicht bei allen, aber das ist ja ein Prozess. Und man muss auch nochmal an der Stelle, glaube ich, deutlich machen, wir reden beim Thema Homeoffice natürlich nicht von der Arbeit in Sachsen, weil es gibt nach wie vor
ganz, ganz viele Bereiche, wo das Thema Homeoffice schlichtweg keine oder eine untergeordnete Rolle spielt. Aber das Thema Homeoffice wird natürlich die Arbeit in vielen Bereichen verändern. Aber es wird weiterhin eben auch Bereiche geben, dort wird es eine untergeordnete gar keine Rolle spielen. Und auch diese Bereiche verändern sich. Auch diese Bereiche, auch diese Arbeitsbereiche verändern sich durch Digitalisierung, durch den Wandel in Arbeit. Aber ich denke, dass tatsächlich die Digitalisierung im Homeoffice hat jetzt nochmal einen richtigen Schub gebracht, was diese Wandlungsprozesse betrifft. Nur, wir müssen den Leuten auch Sicherheit geben, weil jede Veränderung macht auch Angst und Sorgen. Für die einen ist es Neugier und Spannung, die Erfahrung zu machen. Und bei anderen weckt das sofort Ängste und Sorgen. Und deshalb dürfen wir halt nicht nur über Wandlungen in Arbeit reden, so mit Freude, sondern auch ernst zu nehmen, dass da Leute sagen, ich möchte auch nicht überfordert werden. Herr Striebel, haben Sie da Erfahrungen gemacht? Wie haben denn Ihre Arbeitnehmer darauf reagiert? Gab es da vielleicht auch Unterschiede, jüngere und ältere? Kann man da was feststellen? Also ich habe es so nicht feststellen können. Ja, ich finde, da haben wir Diskussionen mit jüngeren und älteren Mitarbeitern immer ein bisschen schwierig. Also ich habe mal gelernt, dass ältere Mitarbeiter möglicherweise ein bisschen langsamer sind. Die kennen aber die Abkürzung. Also insofern ja, gleicht sich das wieder wunderbar aus. Nee, kann man so nicht sagen. Aber natürlich ist es schon wichtig als Arbeitgeber, dass sie den Beschäftigten allen das Gefühl geben, dass sie sich kümmern, dass sie ernst nehmen. Also wir haben vom ersten Tag an gemeinsam im Personalrat unglaublich gut kommuniziert. In die Mitarbeiterschaft, was sind die Regeln, was sind die Herausforderungen, was sind die Schwierigkeiten, welche Möglichkeiten bieten wir an. Wir haben uns gekümmert, die auf Arbeit mussten, dass Kindernotbetreuung stattfinden kann. Also wir haben geguckt, dass die Plätze da sind, damit ihre Kinder auch weiterbringen können. Wir haben die Hygienekonzepte sehr schnell aufgebaut. Wo die Tests kamen, haben wir uns um die Tests gekümmert. Also wir waren da permanent dran an den Menschen und haben einfach geguckt, dass wir da auch Lösungen finden. Und das haben wir auch sehr glaubwürdig gemacht. Und das hat uns viele Pluspunkte gebracht, dass die gemerkt haben, wir kümmern uns, wir versuchen alles zu tun, um die Belastung für die Menschen so klein wie möglich zu halten. Und das i-Tüpfelchen war für uns, dass der Personalrat zu Zeitspenden aufgerufen hat. Also wir hatten ja viele Mitarbeiter, die haben da viele Überstunden angesammelt und die waren dann bereit, diese Überstunden in einen Pool zu werfen und haben die zur Verfügung gestellt für die Beschäftigten, die Probleme hatten, ihre Sollstundenzahlen zu bringen, weil die Kinder-Familiensituation ja schwierig war. Und da haben wir auch innerhalb des Unternehmens einen Ausgleich organisiert, sehr solidarisch, dass die einen für die anderen eingestanden sind. Und das waren wirklich brillante Momente, die wir erlebt haben, von Zusammenhalt, von Zusammenspiel. Und wenn sie das Gefühl erzeugen können, dann haben sie fast schon gewonnen. Das ist Wahnsinn, so eine Initiative. Das sind jetzt positive Beispiele für Homeoffice und wie es geklappt hat in der Pandemie. Aber es gibt auch mittelständische Unternehmer, die sagen, Homeoffice ist für uns nicht das Allheilmittel. Manche sehen ihre Wettbewerbsfähigkeit und auch die Produktivität gefährdet, wenn es darum geht, dass man eben die Mitarbeiter nicht mehr im Betrieb hat. Wie sehen Sie solche Meinungen? Dann sage ich guten Morgen. Also das entscheidet jedes Unternehmen selber. Jeder Geschäftsführer, Geschäftsführerin ist frei in der Entscheidung. Willkommen im 21. Jahrhundert, sage ich aber auch. Wir werden natürlich moderne Formen der Arbeit schlichtweg auch benötigen. Aber wir schreiben doch jetzt nicht vor, wie hier in der Arbeitsorganisation ist. Und ich glaube nur, das ist ein Prozess. Da werden noch viele Dinge, werden viele Erfahrungen gemacht werden. Wir haben jetzt einfach durch Corona bedingt natürlich etwas mehr Druck machen müssen. Das hat aber einen anderen Grund, einfach Kontakte zu reduzieren. Aber die Arbeitswelt verändert sich auch weiter und es bleibt in der Verantwortung des Unternehmens, das zu organisieren. Aber wer in Zukunft seine Beschäftigten sichern will, der muss attraktive Arbeitsangebote machen. Ich glaube, dass es vielleicht noch nicht allen Unternehmen präsent ist, dass inzwischen auch jeder Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin seinen eigenen Wert kennt und sich inzwischen auch aussuchen kann, ob das Unternehmen 1 oder das Unternehmen 2 besser ist. Und das ist nicht nur die Frage der Bezahlung, wobei das natürlich wichtig ist, sondern eben auch, inwieweit das Arbeitsumfeld passt. Und deshalb, jedes Unternehmen entscheidet selber. Und wenn jemand noch meint, mit den Methoden vergangener Jahrhunderte Arbeitsprozesse zu gestalten, weiß ich nicht, ob das so zukunftsfähig ist, aber ich will das auch nicht vorschreiben. Das soll jeder seine Erfahrung machen. Produktivität muss natürlich auch im Homeoffice gegeben sein. Frau Rudolph, was sind denn Bedingungen, die das möglich machen? Also wie kann man den Arbeitsplatz dann im Homeoffice so gestalten, dass dann auch was bei rauskommt? Bin ich ganz bei Herrn Dulich. Wenn mir meine Arbeit Freude bereitet und ich auch die Möglichkeit habe, diese so auszuführen, wie ich möchte, dann
finde ich auch Möglichkeiten, das gut zu tun. Und dann muss mich eigentlich gar niemand dazu zwingen, produktiv zu sein. Und dann ist natürlich auch die Frage, was ist denn überhaupt Arbeit? Ne? Also diese Frage, wie produktiv bin ich im Homeoffice, hängt ja davon ab, was ich drumherum noch für Arbeit leiste. Und die meisten Menschen, die im letzten Jahr im Homeoffice waren, die konnten eben ihrer Erwerbsarbeit, also der bezahlten Arbeit, nur sehr, in sehr geringem Maße nachgehen, weil sie gleichzeitig ja noch Kindergärtner, Lehrer und alles gleichzeitig waren. Ne? Also die Frage, wie gestalte ich meinen Arbeitsplatz, hängt natürlich total davon ab, welche Möglichkeiten ich drumherum habe, um überhaupt den Kopf und das Herz und den Geist frei zu haben für diese Erwerbsarbeit. Und dann, wenn ich das geschafft habe, wenn auch ein System, wie gerade schon gesagt wurde, also wenn meine Kinder betreut sind, wenn alles okay ist, dann geht es natürlich darum, einfach mir eine gute Struktur zu schaffen genauso. Also uns haben viele Teammitglieder und viele Arbeitnehmerinnen gesagt, ich brauche auch im Homeoffice das Gefühl, ich habe so einen normalen Arbeitstag. Also die sind extra Wege gelaufen, sind teilweise sogar mit ihrem Auto ein Stück gefahren, um diese Wege zu haben, weil sie sagen, das ist der Moment, wo ich Musik höre, wo ich mich konzentriere auf die Arbeit, die ich machen will. Und haben versucht, quasi diesen Arbeitstag so ein bisschen nachzumodellieren. Und haben natürlich mehr denn je, es wurde gerade schon gesagt, in Frage gestellt, ob die Arbeit, die sie tun, überhaupt etwas ist, womit sie sich identifizieren können. Und das kam bei vielen tatsächlich noch viel mehr heraus. Ne? Diese Frage, okay, jetzt sitze ich hier, muss mich auf irgendwas konzentrieren, das ist natürlich auch eine Frage der Prioritätensetzung und zu überlegen, welches Rädchen bin ich denn überhaupt in diesem Unternehmen? Und wenn ich merke, ich bin ein Wichtiges und meine Arbeit wird wertgeschätzt, dann kriege ich das gut hin. Da brauche ich meinen Arbeitsplatz gar nicht toll gestalten, sondern mache ich das von mir heraus intrinsisch motiviert. Und je extrinsischer motiviert ich war oder je mehr nur von außen durch Gehalt oder durch andere Belohnungen was kam, desto schwerer wird es mir fallen, mich zu motivieren. Das okay. Hat aber nichts mit Homeoffice zu tun. Also wird vielleicht mancher dann sein Leben nach diesem Jahr ändern? Herr Striebel. Passiert schon, ja. Herr Striebel, Sie haben gesagt, 2/3 Ihrer Mitarbeiter waren plötzlich im Homeoffice. Was glauben Sie, wird die Zukunft sein bei der AOK Plus? Es wird eine relevante Zahl sein und die wird sich ergeben aus der Situation heraus. Da wird es keine feste Vorgabe geben können, sondern wir müssen es situativ machen. Und wie gesagt, und da hat natürlich völlig recht, wie bleiben wir als Arbeitgeber attraktiv? Und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eines dieser Merkmale, neben der Sinnhaftigkeit der Aufgabe, der also Arbeit. Also auch Vertrauen in die Arbeitnehmer setzen. Ja, Entschuldigung, aber wenn Sie Ihren Beschäftigten nicht vertrauen, wie wollen Sie denn bestehen? Und das ist für mich die Basis. Und Misstrauen, das wird ja niemals funktionieren. Ja? Und deshalb, Sie merken ja, ich bin da jetzt relativ gelassen und wir haben da gute Erfahrungen gemacht. Und jede Krise bietet Chancen. Das klingt zwar abgedroschen, aber es ist so, wir sind vor einem Riesenberg von Herausforderungen gestanden. Wir haben das gut bewältigt, das macht uns stolz. Und jetzt gucken wir einfach auch in die Zukunft, was passiert. Und wir dürfen uns natürlich auch von der Arbeit nicht auffressen lassen. Vielleicht mal persönlich ein Beispiel. Wenn ich mal Homeoffice mache, dann spare ich mir eine halbe Stunde bis 40 Minuten Fahrt zur Arbeit und wieder zurück. Jetzt kann ich sagen, jetzt arbeite ich noch mehr. Oder ich sage einfach mal, ich ziehe morgens um 6:30 meine Jogging-Schuhe an und laufe mal eine Runde durch die Dresdner Heide und gucke auch, dass ich dann die Balance halte zwischen beruflicher Beanspruchung und auch andere Dinge zu tun, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Und beim Joggen durch den Wald habe ich meistens meine besten Ideen. Okay, ja, also. Herr Striebel sieht die Chancen in dieser Krise und nicht die Probleme. Ja, natürlich. Vielen Dank für Ihre Meinung und die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Das war unser erster Teil der Sendung zum Thema Homeoffice und Arbeitsorganisation. Im zweiten Teil geht es jetzt um Digitalisierung und Automatisierung. Dafür blicken wir gleich zu VW. Wir sagen Tschüss an Herrn Striebel, vielen Dank und wir schauen jetzt mal in ein Beispiel für Automatisierung, das bestimmt viele aus dem Alltag kennen. Unser Leben wird immer digitaler. Viele Tätigkeiten zu Hause und im Beruf laufen automatisiert ab. Ein Beispiel aus dem Alltag sind Selbstbedienungskassen. Hier wird der Kunde zum Kassierer. Mitarbeiter helfen nur noch bei Problemen. Der Supermarkt ganz ohne Kasse ist zwar noch Zukunftsmusik, wird aber bereits bei Rewe in Deutschland getestet. Ersetzen Maschinen in naher Zukunft die Mitarbeiter nicht nur an der Supermarktkasse? Das wollen wir bei Martin Dulich konkret diskutieren. Und damit sind wir mittendrin im zweiten Thema unserer Sendung Digitalisierung und Automatisierung. Und dazu begrüße ich jetzt Jens Rothe. Er ist Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates bei Volkswagen Sachsen. Bereits 1991 wurde er in den ersten Betriebsrat des Unternehmens am Standort Zwickau gewählt. Ja, Herr Rothe,
Volkswagen treibt die Modernisierung und Digitalisierung des Unternehmens mit Hochdruck voran. Bis 2023 will Volkswagen bis zu 4 Milliarden Euro in Digitalisierungsprojekte investieren, vorrangig in der Verwaltung, aber auch in der Produktion. Was heißt das konkret? Wie sollen Abläufe beschleunigt werden? Das ist ganz unterschiedlich. So wie Sie es gesagt haben, verwaltungstechnisch geht es natürlich darum, ich sag mal, Routinetätigkeiten einzusparen, Dinge zu digitalisieren, wo heute aus unzähligen Excel-Listen irgendwie händisch Berichtswesen aufgebaut ist und. Und das kann man mit einfachen digitalen Mitteln, mit Bots steuern lassen und die Dinge so rausfließen. Anderes Thema im Verwaltungsbereich. Man muss nicht mehr im Jahr 2021 in Meldebogen ausfüllen, wenn ein Mitarbeiter einen Wohnungswechsel hatte. Das geht heute alles per App, kann in die Systeme einfließen. Du hast nur noch Routinechecks, ob Plausibilitäten passen. Das sind so die, sagen wir mal, die wesentlichen Dinge im Verwaltungsbereich. Natürlich geht es im gewerblichen, technischen Bereich um die Frage von Automatisierung. Wir sind da ganz stark natürlich als Interessenvertretung dran, zu schauen, dass wir die Mitarbeiter damit entlasten und nicht unterm Strich entlassen. Es geht also wirklich darum, mit Mensch-Roboter-Kooperationen schwere Tätigkeiten leichtgängiger zu machen und. Das sind so die Dinge, die bei Volkswagen unter der Roadmap digitale Transformation beschrieben sind, wo stark klar die Mitbestimmung geregelt hat, an welchen Stellen ist auf arbeitsschutztechnisch und solche Themen sind zu achten. Also es wird nicht weniger Arbeit, die Arbeit wird nur anders oder werden doch Arbeitsplätze abgebaut? Ja, ich glaube, im Verwaltungsbereich wird es auch dazu führen, dass es weniger Beschäftigte perspektivisch gibt. Aber wir machen das bei Volkswagen ja, ich sage mal, sozialverträglich entlang, wie man so schön sagt, der demografischen Kurve über das gute Instrument von Altersteilzeit. Aber die Arbeit wird sich in der Tat verschieben. Also wir merken das gerade auch im Produktionsbereich. Es wird weniger einfache Tätigkeiten geben, aber die spezialisierten Themen nehmen zu, mehr Überwachungs-, mehr Instandhaltungstätigkeiten und so weiter und so fort. Wobei es ein sehr, sehr breites Feld ist. Das ist jetzt nichts sozusagen für die Allgemeinheit und hat auch sicherlich jetzt, sagen wir mal, sehr spezialisiert was mit der Branche zu tun. Digitalisierung nimmt zu, Automatisierung nimmt zu. Herr Dulich, wie sehen Sie es? Gehen dadurch Arbeitsplätze in Zukunft verloren oder wird die Arbeit nur anders verteilt? Das ist ein Déjà-vu. Denn in den 70er Jahren hat man die gleiche Debatte geführt, ob die Automatisierung die menschenleere Fabrik bringt. Und sie hat es nicht gebracht. Und das Gleiche wird jetzt diskutiert, wird die Digitalisierung die menschenleere Fabrik bringen? Auch das wird nicht passieren. Die Arbeit wird sich nur komplett verändern. Und das Institut für Arbeit und Beschäftigung hat eine Studie gemacht und durchaus festgestellt, welche Arbeit schlichtweg durch die Digitalisierung nicht mehr vorhanden ist. Und redet von 1,46 Millionen Arbeitsplätzen, die verloren gehen können. Und stellt zugleich fest, dass 1,4 Millionen Arbeitsplätze neu entstehen, weil eben neue Arbeitsfelder entstehen durch die Digitalisierung. Also von daher habe ich auch nicht die Sorge, dass uns die Arbeit ausgeht. Sie verändert sich nur. Und damit eben auch die Anforderungsprofile an Aus- und Weiterbildung, was aber auch schon in der Schule beginnt, weil ich glaube, weil das große Thema Digitalisierung ja heute hier auch eine Rolle spielt und inwieweit wir mit unserem Informatikunterricht ausreichend digitale Kompetenzen tatsächlich vermitteln, sei jetzt mal dahingestellt. Aber von daher, Arbeit wird uns nicht ausgehen, sie wird sich nur verändern und darauf müssen wir uns einstellen, auch Menschen Sicherheit zu geben, dass diese Veränderung am Schluss trotzdem ihnen die Sicherheit gibt, dass sie Arbeit haben, gute Arbeit haben, bitte. Nehmen wir doch noch mal den Menschen in den Blick, Frau Rudolph. Wie leicht oder wie schwer fällt es den Menschen, sich auf diese Veränderungen einzustellen am Arbeitsplatz? Das kommt auf den Menschen an. Also es gibt Menschen, man nennt sie neophil, also die freuen sich, wenn Dinge, die sind neugierig, die freuen sich, wenn Dinge sich verändern. Und dann gibt es neophobe Menschen, also die haben Angst vor Veränderungen aus verschiedenen Gründen. Und wenn man den Menschen in den Mittelpunkt rückt, und das sollte Arbeit immer tun, ist es natürlich wichtig zu schauen, was braucht welcher Mensch. Und was manche in totale helle Aufregung versetzt, weil sie einfach nicht wissen, wie sie mit diesem Wandel umgehen sollen, da gehen andere erst richtig los. Und genau darum geht es halt einfach auch als Arbeitgeber, Arbeitgeberin zu schauen, was braucht denn jeder Einzelne in meinem Unternehmen und wie kann ich denn jeden mitnehmen? Und dass das nicht geht, liegt natürlich auch auf der Hand, dass man nicht jeden überall mit hinnehmen kann. Aber es sollte nichts sein, was angstbesetzt ist. Und das merken wir gerade ganz viel in unseren Beratungen, in unseren Vorträgen, dass viele einfach unglaubliche Panik und
und Angst haben vor diesem Monster Digitalisierung. Und das ist einfach eine Frage der Begrifflichkeiten, des Wordings, weil das ist ja nicht so, wovor man Angst haben muss, sondern jeder muss wissen, der Mensch wird weiter gebraucht werden. Und Fridtjof Bergmann, der Begründer der New Work-Bewegung, hat mal gesagt, wenn die Arbeit uns nicht mehr braucht, also wenn alles Maschinen machen, wofür brauchen wir denn dann die Arbeit? Und das ist ja wieder die Definition. Was ist denn überhaupt Arbeit? Es ist etwas Sinnstiftendes zu leisten für die Gesellschaft. Und das wird immer, immer wichtig sein. Und das können Roboter und Maschinen und Digitalisierung niemals übernehmen. Deswegen müssen wir auch keine Angst haben. Aber wir müssen, und das müssen wir schon seit langer Zeit, und das muss meine Generation und die, die nach mir kommen, noch viel mehr bereit sein, uns zu ändern und auch vielleicht was Neues zu tun, wenn das, was wir früher getan haben, vielleicht so in der Weise nicht mehr möglich ist. Und das geht aber, wenn man von klein auf, und das hat man ja gerade auch dazu gebracht wird, einfach diese Veränderung als was Gutes zu sehen. Denn Veränderung ist ja nicht per se schlecht, um Gottes Willen. Volkswagen hat 10.000 Mitarbeiter in Zwickau. Da gibt es bestimmt auch viele, die Ängste mit sich herumtragen. Wie gehen Sie damit um? Naja, es war speziell zu spüren, als die Entscheidung getroffen wurde, dass in Zwickau sozusagen der erste Standort komplett einmal gewandelt wird. Aus der alten Welt raus, wenn man es mal so bezeichnen darf, von einem 100% Verbrennerfahrzeug bauen im Standort in der Richtung E-Mobilität. Und es ging ja viel über alle möglichen Medien, wie groß der Arbeitsplatzverlust beim Bau von Elektrofahrzeugen ist. Das gilt sehr wohl für die Bereiche der Komponente. Es ist klar, ein Elektromotor hat deutlich weniger Bauteile, als das beim Verbrennungsmotor der Fall ist. Ganze Teile wie Abgasanlage oder entfallen. Aber für einen reinen Produktionsstandort, wie der Standort Zwickau ist, wo also Blech gebogen werden muss, Blech zusammengebaut werden muss, Farbe drauf gemacht werden muss, Teile reinkommen müssen, gibt es diese Veränderungsprozesse nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz, sage ich mal, psychologischer Faktor, dass so eine Veränderung nicht mit Angst begleitet werden darf. Also mit der Sicherheit unserer Beschäftigungssicherung bis 2029 gab es sicherlich eine Unruhe, wie entwickelt sich das alles, aber es war nicht die pure Angst des Arbeitsplatzverlustes. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei solchen Veränderungsprozessen, die Menschen mitzunehmen und ihnen auch die Sicherheit zu geben, dass sie auch weiterhin gebraucht werden, wie es die Kollegin gerade sagte. Ich habe das ja live erlebt, bei euch, bei Volkswagen. Ich mache ja regelmäßig meine Arbeitseinsätze, wo ich meinen ganzen Tag in die Arbeitswelt eintauche, heimlich. Und Jens Rothe hat mich bei Volkswagen eingeschleust, in Anführungsstrichen, als Praktikant. Und ich habe den ganzen Tag dort mitgearbeitet. Und das war genau zu diesem Zeitpunkt, wo die Entscheidung getroffen wurde, dass der Standort komplett zur Elektromobilität wechselt. Und es war unheimlich spannend, die Diskussion der Kollegen mitzubekommen. Weil die hatten durchaus Angst und Sorgen, aber aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Die einen meinten, das mit Elektromobilität als solches ist schwierig. Die anderen meinten, ob das mit dem Standort gut ist. Die dritten meinten, ich bin zu alt, um mich nochmal auf die Schulbank zu setzen. Der vierte meinte, ey, das ist die Zukunft, Leute. Es war unheimlich spannend mitzubekommen, wie die Leute damit auch gerungen haben, ob die Entscheidung gut war. Und ihr habt das richtig gut gemacht, die Leute mitzunehmen in diesem Prozess. Nicht nur, dass man das Elektrofahrzeug selber mal ausprobieren konnte, sondern ihr habt ein Schulungsprogramm gemacht. Der Umbau war auch begleitet worden. Und wenn ich heute mit den Kollegen rede, die sagen alle gut. So. Also, aber das hat die Leute bewegt. Das war für mich absolut faszinierend mitzubekommen, wie die miteinander auch gerungen haben. Und da spielten Sorgen und Ängste schon eine große Rolle, aber ihr habt es gut gemacht. Herr Dulich, als Wirtschaftsminister wollen Sie ja die Arbeitsplätze im Freistaat halten, wenn möglich neue dazugewinnen. Wie schauen Sie da auf die Themen Digitalisierung und Automatisierung? Was bringt es für den sächsischen Arbeitsmarkt? Also das ist wie vor uns das Thema, wir sind in einem Prozess, in einer Entwicklung, dort wird es Veränderungen geben. Und die Frage ist, was machen wir mit diesem Potenzial, was wir in Sachsen haben? Wir sind ein Industrieland, wir sind ein Automobilland und wir haben alles in der Hand, das zu bleiben. Unter neuen Vorzeichen. In einer veränderten Arbeits- und Industriewelt haben wir die größten Chancen auch in Sachsen, dass wir hier auch weiterhin gute Arbeitsplätze haben. Und ich kämpfe auch sehr dafür,
dass wir vielleicht gerade mal in Ostdeutschland und vor allem auch in Sachsen mal in bestimmten Bereichen uns einen Vorsprung erarbeiten und nicht nur schauen, dass wir den bestimmten Entwicklungen hinterher laufen. Wir sind das Land Nummer eins beim Thema Elektromobilität. Lasst uns das doch bleiben. Alle reden von Wasserstoff. In Sachsen haben wir die Industrie dafür, tatsächlich auch die Anlagen zu bauen, um Wasserstoff herzustellen. Wir haben hier sozusagen die Unternehmen, die Infrastruktur haben und so weiter und so fort. Das ist eine riesengroße Chance, dass wir eben Arbeitsplätze auch der Zukunft hier halten. Und das gibt ja auch Sicherheit den Leuten, dass wir hier Chancen haben, auch in 5 und in 10 Jahren gute Arbeitsplätze zu haben, aber dann bitte auch zu guten Bedingungen, weil es mich nach wie vor ärgert, dass man in Sachsen zu lange auf eine Niedriglohnpolitik gesetzt hat, die ist, also wo man sogar damit geworben hat. Das finde ich wirklich skandalös, sowohl dass man damit wirbt, als Standortvorteil niedrige Löhne zu haben, als auch, dass es überhaupt niedrige Löhne gibt. Wenn wir uns einen Vorteil erarbeiten wollen, einen Vorsprung in Sachsen, dann geht es nur mit guten Löhnen und nicht mit niedrigen Löhnen. Das muss auch klar sein. Braucht es da Druck auf die Arbeitgeber von der Politik? Wie sehen Sie es? Naja, es ist ja so, dass zu Recht die Frage der Lohnentwicklungen eine Frage von Tarifpartnern ist. Weil das hat was mit Augenhöhe zu tun. Und da hat sich erstmal Politik grundsätzlich rauszuhalten. Finde ich in Ordnung. Nur in Sachsen haben wir halt die niedrigste Tarifbindung und die Sozialpartnerschaft muss hier hart erkämpft werden. Und das, was ich gerne als Normalität hätte, nämlich dass es tarifgebundene Unternehmen gibt, dass man sozusagen das verhandelt auf Augenhöhe, ist leider hier eben noch nicht die Mehrheit. 43% der Beschäftigten sind tarifgebunden, aber nur 18% der Unternehmen. Und da haben wir noch ein großes Stück Arbeit vor uns, um wirklich eben auch diese Augenhöhe herzustellen. Dass die Politik auch reagieren musste, war spätestens zu dem Zeitpunkt notwendig, als der Mindestlohn eingeführt wurde. Weil was ich auch unwürdig empfinde und respektlos, dass Menschen, die ihren ganzen Tag arbeiten, hart schuften, am Schluss so wenig verdient, dass sie dann noch aufs Amt gehen mussten, um sozusagen aufzustocken. So. Deshalb ist der Mindestlohn eine Sittlichkeitsgrenze, die politisch richtig war. Sie muss nur jetzt auch erhöht werden, damit auch die Leute, die einen Mindestlohn bekommen, wenigstens am Schluss auch noch eine vernünftigere Rente bekommen, die in der Grundsicherung landen. Deshalb ist die politische Debatte, die ja gerade geführt wird, den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen, auch die richtige. Aber ich bleibe dabei, das ist eine Sittlichkeitsgrenze. Entscheidend ist, dass wir wirklich zu guten Löhnen auch als Tariflohne kommen. Bei VW gibt es den Betriebsrat, der ist eine Macht. Da soll jetzt die Lohnanpassung kommen. Wie ist das gelungen? Ja, verhandelt auf Augenhöhe. Martin Dulich hat es gesagt, das hat natürlich was mit einer gut organisierten, gewerkschaftlich gut organisierten Belegschaft zu tun. Das hat was mit einem Selbstverständnis in einem Unternehmen zu tun. Ja, ich meine, Volkswagen ist ja dafür bekannt, ich sage mal an der einen oder anderen Stelle dann auch mal einen Standard mitzusetzen, sei es ne, für ganz unterschiedliche Dinge auch in der Gesellschaft. Und ich glaube, es ist mehr als richtig, 30 Jahre nach der deutschen Einheit jetzt auch an der Stelle mal einen Punkt dran zu machen, dass es nicht immer irgendwie Volkswagen West und Volkswagen Ost gibt. Das Thema ist erledigt, aber es ist natürlich auch damit verbunden, dass wir ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen brauchen. Also es gibt keine guten Tarifverträge und keine guten Abschlüsse ohne wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen. Und ja, ich sage mal, so eine Investition von 1,3 Milliarden in so einen Standort, das passiert ja nicht von ungefähr. Man ist sich bei Volkswagen sehr wohl bewusst, wie leistungsfähig und engagiert und motiviert die Mannschaft ist. Wir sind Automobilland, wir haben im Standort Zwickau eine Automobiltradition. Da schaut manch einer auch an den westdeutschen Volkswagen-Standorten etwas neidvoll. Da gibt es eben ganz andere Voraussetzungen. Aber das ist das Zusammenspiel insgesamt. Und ich frage, es ist ein gutes Signal. Ich hoffe auch ein gutes Signal für viele unserer Kolleginnen und Kollegen in den anderen Betrieben in Sachsen oder auch in den neuen Bundesländern, dass es sich auch lohnt, da auf den Weg zu machen. Es gehört aber zweifelsohne dazu, man muss sich dann auch, ich sag mal, engagieren. Dass da irgendjemand mit einem Tablett vorbeikommt und sagt, zieht euch mal das, was ihr jetzt am liebsten hättet. So ist es nun nicht. Das hat was auch mit selbstbewussten Belegschaften zu tun. Da braucht sich niemand in Sachsen verstecken. Das, was wir hier, egal in welcher Branche, leisten, wo wir ja durchaus an vielen Stellen noch tatsächlich Vorreiterrolle haben. Ich denke nur an die Halbleitersituation oder Halbleiter
Halbleiterbranche hier in Dresden und um Dresden herum, das sind ja alles Dinge, mit denen können wir doch voller Stolz auch sagen, Leute, wir sind nicht nur verlängerte Werkbänke, wir setzen sogar auch Maßstäbe. Und damit müssen auch die Belegschaften selbstbewusst, sagen wir mal, dann auch ihre Schritte gehen und versuchen, eben den Arbeitgeber auf der einen Seite in die Tarifbindung zu bringen und dann auch weiter eben zu schauen, wie wir die Angleisungsschritte vollziehen können. Herr Dulich, Sie haben gesagt, wenig Unternehmen in Sachsen mit Tarifbindung. Woran scheitert es denn oftmals in den Unternehmen, dass sich ein Betriebsrat bildet? Oftmals kommt es ja auch einfach nicht zustande. Na gut, zur Wahrheit gehört erstmal, dass wir eine sehr kleinteilige Wirtschaft haben mit 90% kleinen und mittelständischen Unternehmen. Von denen sind wiederum 90% mit weniger als 10 Beschäftigten unterwegs. Da ist das nochmal eine andere Ansage, ob man dort einen Betriebsrat überhaupt hat oder was das mit der Tarifbindung mit sich bringt. Also das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Und deshalb ist auch immer unser Antrieb, wir haben es immer endogenes Wachstum genannt, das heißt, wir wollen natürlich, dass unsere Unternehmen auch wirklich in sich wachsen können, dass sie größer werden können. Das ist auch gut für ihre Innovationskraft, Forschung und Entwicklung zu betreiben und eben auch gute Bedingungen für die Belegschaften zu bringen. Das Zweite, was aber eben auch hinderlich ist, das ist nach wie vor so eine Kultur, die eben diese Augenhöhe gar nicht zulässt. Also ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die in den Gewerkschaften oder in Betriebs- und Personalräten unterwegs sind, die so mit einem schlechten Gewissen oder einem schlechten Gefühl unterwegs sind, sondern im Motto, man muss sich noch dafür entschuldigen, dass man sich für andere engagiert. Und diese nicht gelernte Kultur hier, dass Augenhöhe nicht Klassenkampf ist, sondern eine Normalität, das ist nach wie vor auch 30 Jahre nach der deutschen Einheit ein Hinderungsgrund. Und deshalb werbe ich auch immer so dafür, dass wir Wirtschaft und Arbeit als zwei Seiten ein und derselben Medaille sehen und gar nicht sagen, was ist wichtiger? Das eine bedingt nun mal das andere. Und das Dritte ist, dass es durchaus auch Unternehmen gibt, die bewusst zum Beispiel die Gründung von Betriebsräten verhindern. Ja, und da bin ich natürlich froh, dass jetzt auch gesetzlich nochmal dagegen gehalten wird, weil das ist kriminell. Das ist unter Strafe zu stellen. Und da hat jetzt zum Glück die Bundesregierung entsprechend gehandelt, weil sich für seine Rechte einzusetzen, auch zu streiken, das ist ein Grundrecht. Und das entscheidet nicht ein Arbeitgeber, sondern das entscheiden diejenigen mit den Spielregeln, die es gibt in einer sozialen Marktwirtschaft, die von sozialer Partnerschaft lebt. Was richtig und was falsch ist. Frau Rudolph, Sie sind ein Wendekind. Herr Dulich hat jetzt gerade diesen Mentalitätswandel oder den fehlenden Mentalitätswandel noch angesprochen. Wie geht es Ihnen dabei? Ja, ich dachte gerade so, aha. Also ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, ne, weil ich ja viel zu kurz lebe, um dieses, ne, die Arbeiterklasse. Und dann, ich denke so, aha, okay. Aber wir spüren es ja immer noch. Also ich merke das ja immer noch. Ne? Ich habe vorhin auch kurz erzählt, wir sind sehr, sehr viel in den alten Bundesländern unterwegs, machen da sehr viele Vorträge. Und da ist eine ganz andere Mentalität, auch mit diesem Augenhöheprinzip. Und wir haben viele, viele Jahre ganz wenig hier im Osten, sage ich mal, gemacht, weil viele Betriebe auch für uns als Psychologen sagen, nee, also sie lassen wir nicht rein. Wir hören ganz oft, dann kommt noch jemand auf die Idee, hier zu kündigen. Wenn Sie hier mit uns einen Workshop machen oder einen Vortrag halten, nicht, dass dann unsere Belegschaft kündigt. Und wir denken immer so, ja, das ist dann aber, ne, wäre ja gut, so ein Motto. Aber ich merke jetzt auch langsam so einen Wandel, weil einfach auch die Arbeitskräfte fehlen. Die müssen sich anstrengen, um diesen Wandel zu vollführen. Und wenn man Umfragen liest und da steht, dass nur 15% der ArbeitnehmerInnen sich mit ihrem Unternehmen verbunden fühlen auf irgendeine Art und Weise und 85% mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift machen, das ist ja auch nichts, was unserer Produktivität irgendwie hilft. Das heißt, der Wandel, der wird kommen und wie Herr Dulich sagte, guten Morgen. Alle, die das noch nicht mitbekommen haben, die gehen entweder unter oder sie kriegen es hin. Und genau. Also ich nehme ja diesen Wandel auch wahr. Das Selbstbewusstsein ist gestiegen und wir erleben ja auch gerade eine neue Bewegung. Wir haben in den letzten Monaten sehr viele auch tarifliche Auseinandersetzungen gehabt. Die Gewerkschaften, egal ob jetzt die NGG, die IG Metall oder die IG BCE, haben durchaus sehr viele erfolgreiche, manche auch nicht erfolgreiche Auseinandersetzungen gehabt. Aber dort merkt man, da wächst eben auch das Selbstbewusstsein. Ich appelliere nur, dass man eben das nicht sofort wieder in diese Kategorie Klassenkampf oder sonst etwas, sondern wenn wir Normalität wollen, dann soll man genau das auch mal anerkennen, dass dort
Menschen sich solidarisch miteinander verhalten und ihre Rechte in Anspruch nehmen. Und da freue ich mich, dass es sozusagen dieses neue Selbstbewusstsein gibt. Und das hat ja auch wirklich was mit Respekt zu tun. Ja, also, dass jemand, der arbeitet, ist ja nicht nur Broterwerb, sondern das hat etwas mit, auch mit der eigenen Identifikation zu tun. Und man will einfach sein Selbstwertgefühl, man will dafür Respekt bekommen. Und da gehört es genauso dazu, dass man für die gleiche Arbeit nicht nur den gleichen Lohn, sondern vielleicht auch die gleiche Arbeitszeit investiert. Nach wie vor ist es ja so, dass man in Sachsen im Durchschnitt 700 Euro weniger verdient und 14 Tage länger arbeitet als die Kolleginnen und Kollegen im Westen. Und dass dann der manch einer sagt, na Leute, wie ist das jetzt mit dem Respekt vor meiner Leistung? Ja, aber wie schon gesagt, ich nehme diese Veränderung auch wahr und das ist auch gut so. Und ich hoffe, dass diese Selbstverständlichkeit von Augenhöhe und Tarifpartnerschaft und Sozialpartnerschaft auch hier in Sachsen wirklich sich durchsetzt. Ich würde gerne noch mal auf ein Thema zurückkommen, was wir am Anfang der Runde angeschnitten haben, die Ausbildungsinhalte. Die verändern sich natürlich mit Digitalisierung und Automatisierung. Wie läuft das gerade bei Volkswagen? Na, ich glaube, weniger die, also, nee, ist falsch, nicht weniger die Ausbildungsinhalte, sondern das Ausbildungsangebot, die Ausbildungsberufe, die sozusagen angeboten werden, die verschieben sich jetzt eher in die Richtung Elektrotechnik, Elektronik, Informatik, Softwareentwicklung. Aber das sind ja Ausbildungsberufe, die gab es ja vorher auch schon. Die gewinnen nur plötzlich an Bedeutung. So. Und ja, da ist es zweifelsohne so, weil wir es hatten, Informatikunterricht in der Schule. Also ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass insbesondere unsere Berufsschulen, die haben wir ja manchmal, wenn wir über Schule reden, nicht alle so miteinander im gleichen Fokus, dass unsere Berufsschulen auf das Thema Informationstechnologie, Digitalisierung noch nicht sonderlich vorbereitet sind. Also wenn wir das speziell aus dem Zwickauer Bereich sagen, das ist recht dünn, was da die Berufsschule abliefern kann. Das ist, wir müssen schon gucken, dass wir über Schule, Berufsschule die Themen stärker in die Ausbildungsinhalte mitkriegen. Das ist der eine Teil. Auf der anderen Seite glaube ich, die Generation nach mir oder nach Ihnen, Frau Rudolf, wächst natürlich völlig anders auf mit Informationstechnologie. Ja, das ist also heute, manch einer nimmt das zum Ruhigstellen von den Kindern, das iPad, manch andere nutzen es in der Tat jetzt auch was aus der Not geboren ist, ne? Homeschooling zu machen und, also die Prozesse gehen da voran. Aber wie gesagt, ich würde sagen, ist das Angebot verschiebt sich stärker und teilweise innerhalb der Berufsgruppen natürlich auch, ich sage mal, die Themen, ein Kfz-Elektriker hatte früher im Wesentlichen damit zu tun, irgendwie zu gucken, dass der Anlasser funktioniert und nochmal eine Lampe zu wechseln. Heute wechselst du ja Systeme und musst da schon ein halbes Elektronikstudium haben. Dort werden die Themen stärker hingehen. Und was wichtig ist, glaube ich, Softwareentwicklung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, insbesondere, sagen wir mal, nicht nur hier in Sachsen oder bei Volkswagen, sondern wo insgesamt in unserer Bundesrepublik. Da, glaube ich, haben wir echt Nachholbedarf und da wäre es auch interessant, über ganz einfache Lösungen nachzudenken und nicht immer zu schauen, hat jemand das studiert oder hat er eine Berufsausbildung? Es gibt so viel Potenzial in den Belegschaften. Ich kenne so viele Kolleginnen und Kollegen, die in ihrer Freizeit Apps entwickeln und alle möglichen Sachen da tun. Da, wenn Volkswagen manchmal wüsste, was Volkswagen weiß, da kann man, glaube ich, mit ganz einfachen Mitteln, mit mal so eine Ausschreibung zu machen und sagen, hey, wir hatten Bock auf so einen Job. Was kannst denn du? Zeig mal, führ mal vor. Dass die Dinge auch stärker in Gewicht kommen und nicht immer nur unsere altmodische Handhabe, wie ist denn deine Papierlage und dann bist du für den Job geeignet oder nicht. Mhm. Herr Rothe hat jetzt ein paar Punkte angesprochen, Digitalisierung im Bildungssystem, die Ausbildungsinhalte an den Berufsschulzentren, hat das die Politik schon ausreichend im Blick? Sicherlich sind wir da noch zu starr, was so Ausbildungsinhalte betrifft. Und man muss aber auch aufpassen, wir haben einen sehr hohen Standard bei unserer dualen Ausbildung oder generell bei unserer Ausbildung. Und Veränderung soll nicht dazu führen, dass man hohe Standards verliert. Nur auf der anderen Seite brauche ich auch nicht Bildungsinhalte vermitteln, die nicht mehr zeitgemäß sind. Und wie schon gesagt, da sind wir vielleicht zu starr. Wir müssen nur eben aufpassen, dass wir jetzt nicht sagen, okay,
Hauptsache, der kann irgendwie 0 und 1, also die Digitalisierung, sondern es geht schon darum, auch weiterhin den hohen Wert der Ausbildung sicherzustellen. Nur dann müssen wir eben auch Ausbildungsinhalte anpassen. Ich denke nur tatsächlich, dass wir viel, viel eher anfangen müssen, was tatsächlich die Normalität im Umgang mit Digitalisierung, mit anderen Kommunikationsmöglichkeiten auch schon in der Schule notwendig macht. Und wie schon gesagt, wenn wir glauben, dass wir unsere digitalen Kompetenzen durch unsere Art von Informatikunterricht vermitteln, das läuft nun ein bisschen komplett an der Sache vorbei. Wir haben jetzt große Umwälzungen angesprochen, die auf den Arbeitsmarkt zukommen. Vielleicht kann noch mal die positive Psychologie helfen. Von welchen Faktoren wird das abhängen, dass das auch gelingt in den sächsischen Unternehmen? Ob die Menschen sich dem Wandel öffnen? Genau, genau. Indem sie weiter mitgenommen werden. Also wie wir eigentlich alle die ganze Zeit gesagt haben, immer wenn ein Mensch das Gefühl hat, er ist wertvoll, er wird wertgeschätzt, seine Arbeit ist wertvoll, dann sind die Prozesse, die drumherum toben oder die Stürme, die noch auf uns zukommen, denn da werden noch viele kommen, nicht egal, aber sie lassen sich meistern, wenn wir gemeinsam, ne, dieses Thema Zusammenhalt, Augenhöhe, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, ne, auch gepaart mit guten Ausbildungsmöglichkeiten. Immer wenn der Mensch das Gefühl hat, er kann in dem, wo er gut ist oder vielleicht gut sein will, dorthin kommen, wo er hin möchte. Nicht überall hin und jeder ganz nach oben, um Gottes Willen, aber einfach diese Wertschätzung jeglicher Arbeit auch. Und nicht nur, wie gerade gesagt wurde, nicht nur das ganz hohe Codieren können oder Software programmieren, sondern dass jeder einen wichtigen Beitrag leistet, egal ob er zu Hause ist und sich um die nächste Generation kümmert oder eben im High-End-Software-Entwicklungsbereich tätig ist, dass alles gleich wertvoll ist und dass alles auch gleich wertvoll am Ende, gleich wertvoll entlohnt, ist schwierig, aber einfach in Wertschätzung sich niederschlägt, die funktioniert. Und dann ist jede Psyche und jeder Mensch eigentlich auf dem besten Weg, egal welcher Wandel uns noch bevorsteht. Okay, das waren jetzt viele gute Punkte. Wir haben einen Blick in die Zukunft geworfen. Ich danke Ihnen beiden. Herr Rothe, Frau Rudolph, vielen Dank für diese Einblicke. Das war die Diskussionsrunde zu der Arbeit nach Corona. Und wir gehen jetzt nochmal mit Herrn Dulich in eine Fragerunde zu den Problemen, die uns vor der Sendung erreicht haben. Was bewegt die Menschen im Freistaat, wenn es um Digitalisierung und Homeoffice geht? Hier kommen die Fragen, die uns vorab erreicht haben. Und Herr Dulich, da wird es erstmal ein bisschen persönlich. Hat der Minister Homeoffice gemacht und wie sieht Homeoffice beim Wirtschaftsminister aus? Ja, auch ich habe Homeoffice genutzt und habe es, sagen wir mal, in den meisten Teilen auch genossen, zu Hause zu sein, vom Frühstückstisch mal aufzustehen und an den Arbeitsplatz zu gehen. Ich habe in den letzten Monaten versucht, mindestens einmal in der Woche einen Tag Homeoffice zu machen, je nach Terminlage. Und wie schon gesagt, ich saß dann an meinem Rechner und habe viele, viele Videokonferenzen erlebt. Das war auch anstrengend und sagen wir, das Negative ist, dass manche denken, wenn man Homeoffice hat, hat man Zeit. Nein, man arbeitet ja trotzdem seine Punkte ab. Also von daher, ich bin froh, dass ich die Erfahrung auch gemacht habe, werde sie auch weiterhin nutzen. Also das heißt, auch ich habe Homeoffice gemacht und werde es auch weiterhin tun. Wer dachte, Sie haben Zeit, die Familie, die Sie dann abhalten wollte, wie es ja bei vielen zu Hause ist, oder? Unterschiedlich. Also sowohl haben die Familienmitglieder gedacht, naja, er ist ja zu Hause, da kann er doch. Aber auch auf Arbeit, der ist auch zu Hause, da kann er doch. Also auch das gab's. Es muss sich halt alles erst zurechtrückeln. Was ist Arbeit eigentlich wert, ist die nächste Frage. Egal, ob analog oder digital. Die Frage ist, was ist Arbeit? Wir reden natürlich immer von Erwerbsarbeit, weil Menschen arbeiten, um sozusagen Lohn und Brot zu haben, sich und ihre Familie zu ernähren. Aber Arbeit ist ja mehr. Es gibt ja genauso auch die Fürsorgearbeit, indem man sich um seine Kinder, um seine Eltern, um seine Partnerschaft kümmert. Genauso wie es ehrenamtliche Arbeit gibt. Also Arbeit ist eben mehr als nur Broterwerb, sondern es hat auch etwas mit Erfüllung zu tun, dass Menschen eben auch einen Sinn erleben, etwas zurückgeben können. Und wir sind nun mal Menschen, die uns auch über unsere Arbeit identifizieren. Das hatte das mit unserem Selbstwertgefühl zu tun. Und da ist es auch erstmal egal, ob es digitale Arbeit oder analoge Arbeit ist. Ich glaube, Arbeit ist für uns als Menschen einfach wichtig, auch in Zukunft. Jetzt kommt eine ganz praktische Frage. Stromheizung, das übernimmt im Homeoffice der Arbeitnehmer. Gibt es dafür einen Ausgleich? Was ist mit Arbeitsmitteln, die ich mir selbst zugelegt habe? Also wenn ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin eigenes Vermögen einsetzt, um beim Homeoffice tätig zu sein, hat die Person natürlich Anspruch auf Entschädigung gegenüber dem Arbeitgeber, solange das nicht durch die Lohnleistung abgedeckt ist.
Aber immer noch am besten, das mit dem Arbeitgeber vorher alles zu klären, weil in den allermeisten Fällen, in solchen Fällen dann auch der Arbeitgeber die entsprechenden Arbeitsmittel zur Verfügung stellt. Aber ansonsten hat man auch schon einen Anspruch auf Erstattung von Kosten. Mhm. Gibt es da auch einen steuerlichen Anspruch? Auch das kommt wieder immer konkret darauf an. Zum Beispiel jemand, der sein Arbeitszimmer steuerlich absetzt, hat jetzt weniger was mit Homeoffice zu tun, sondern damit, dass man eben auch ein Arbeitszimmer zum Beispiel zur Verfügung hat. Also das muss man immer jeweils konkret betrachten auf die jeweilige Situation. Haben sich vielleicht in diesem Jahr auch neue Situationen dann ergeben. Glauben Sie, dass man gegenüber neuen Arbeitsmodellen in Zukunft offener und mutiger sein wird? Also die Frage letzten Endes, was bleibt aus diesem Corona-Jahr, was ja vieles über den Haufen geworfen hat? Wir haben ja am heutigen Tag in den Diskussionsrunden sehr häufig von dem Praxistest gesprochen. Das heißt, wir haben jetzt einfach die Erfahrung gemacht und ich glaube, es bleibt. Die Erfahrung hilft uns, dass Arbeitswelten sich verändern und wir vielleicht mit weniger Angst und Sorgen an diese Veränderung rangehen, weil wir schlichtweg diese Erfahrung jetzt gemacht haben, dass es uns hilft, auch flexibler zu sein. Aber wir haben auch Grenzen kennengelernt und von daher glaube ich, dass diese Entwicklung, dass sich Arbeit verändert und auch Arbeitsformen, Arbeitszeiten und die Veränderung zwischen der festen Arbeitszeit für eine Sache und vielleicht die Freizeit, das wird bleiben, diese Veränderung, und das ist auch gut so. Und ja, man sollte sogar mutiger sein, weil man muss eben Dinge erstmal erfahren und ausprobieren. Auch Dinge, die nicht gehen, muss man erstmal wissen, dass sie nicht gehen. Welche Anforderungen kommen auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu und wer bildet sie weiter? Ich glaube, dass das eine ganz entscheidende Frage ist, weil wenn wir über die Veränderung, den Wandel von Arbeit reden und wir werden in Zukunft anders arbeiten, hat das natürlich massive Konsequenzen für die Ausbildung, für die Bildung, für die Ausbildung, aber eben auch für die Weiterbildung. Denn auch Menschen, die jetzt mehrere Jahre in einem Job tätig waren, müssen sich vielleicht auf Veränderung einstellen und dementsprechend sich weiterbilden und qualifizieren. Da kommt sowohl auf das Unternehmen eine große Verantwortung zu, dass eben sie ihre eigenen Beschäftigten mitnehmen in Veränderungsprozesse, aber auch der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin muss die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden, sich qualifizieren, vielleicht auch weiterzubilden in Bereichen, die jetzt nicht originär nur mit der Arbeit zu tun haben, um einfach auch den eigenen Horizont zu erweitern, andere Kompetenzen zu bekommen, denn auch ein Unternehmen muss ein Interesse daran haben, vielseitig interessierte, kompetente, ja auch zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Deshalb ist Aus- und Weiterbildung viel umfassender, als jetzt nur auf die Arbeit selber konzentriert. Wir haben dazu eben auch unterschiedliche Förderinstrumente, zum Beispiel in Sachsen den Weiterbildungscheck, um eben genau auch Weiterbildung und Ausbildung und Qualifizierung zu unterstützen. Okay, wir kommen zum Thema Automatisierung. Wenn künftig technische Systeme durch künstliche Intelligenz Entscheidungen treffen, was ist dann die Aufgabe des Menschen? Na gut, das ist eine sehr ethische Frage. Was ist die Aufgabe von künstlicher Intelligenz? Künstliche Intelligenz soll nicht die Entscheidung von Menschen ersetzen, sondern sie soll unterstützen. Und deshalb ist auch die Form von künstlicher Intelligenz eine Unterstützung, eine Hilfe. Sie wird auch nicht Arbeit ersetzen, sondern verändern. Und sie wird eben auch die Arbeit von Menschen sozusagen verbessern. Dementsprechend sind wir wieder bei dem Thema, dass sich Arbeit verändert und künstliche Intelligenz kann dazu eben auch einen großen Beitrag leisten. Aber es wird auch Bereiche geben, dort wird, obwohl es vielleicht technisch möglich ist, man trotzdem sich entscheiden, nicht auf künstliche Intelligenz oder auf Robotik zu setzen. Ich glaube zum Beispiel, dass soziale Arbeit in Zukunft an Bedeutung zunehmen wird, weil Menschen wollen von Menschen gepflegt werden oder Menschen wollen mit Menschen zu tun haben im sozialen Umfeld. Ich glaube tatsächlich, dass die Bedeutung von sozialer Arbeit zunehmen wird, selbst wenn es Pflegeroboter geben sollte, die mithelfen würden, dass vielleicht körperlich schwere Arbeit entlastet wird. Glaube ich nicht, dass wir in Deutschland Pflegeroboter haben, die Menschen ersetzen. Mhm. Und umgedreht glaube ich auch, dass zum Beispiel schöpferische Arbeit auch an Wert gewinnen wird, weil man sich vielleicht entscheidet, bewusst etwas zu kaufen oder herstellen zu lassen, wo man weiß, das hat ein Mensch hergestellt und nicht der 3D-Drucker. Es hat auch etwas mit unserem Bewusstsein zu tun. Deshalb möchte ich keine Panikmache mit unterstützen, dass künstliche Intelligenz zu einer sterilen künstlichen Welt führen. Sie wird unsere Arbeit verändern, aber es wird auch Bereiche geben, die nochmal an Bedeutung gewinnen werden.
Nicht nur die Arbeit verändert sich, auch die Demografie in Sachsen. Haben wir in Zukunft überhaupt genügend Fachkräfte in Sachsen, wenn in den kommenden 10 Jahren viele Menschen in Rente gehen? Das ist tatsächlich für Sachsen eine riesengroße Herausforderung, denn wir sind aufgrund unserer Altersstruktur in Sachsen tatsächlich mit das älteste Bundesland und wir werden bis zum Jahr 2030 allein 300.000 Menschen weniger auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen haben als heute. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere eigenen Ressourcen und Reserven nutzen. Nicht alle, die zum Beispiel eine Ausbildung machen können, haben die Chancen dazu. Wir lassen auch zu vielen Menschen oder vergeben zu viele Chancen, auch Menschen auf den Arbeitsmarkt zu bringen, die vielleicht dort gut aufgehoben sind, die vielleicht erstmal eine Unterstützung brauchen, dass sie ausbildungsfähig sind, die, sagen wir mal, Begleitung brauchen, Unterstützungsmaßnahmen haben. Wir sollten schauen, dass Menschen, die gearbeitet haben in bestimmten Bereichen und mit der Arbeit unzufrieden sind, dann auch sofort Angebote haben in anderen Bereichen. Also wir brauchen ganz andere Unterstützungssysteme, um unsere Reserven und Ressourcen stärker zu nutzen. Wir müssen in die Ausbildung investieren, vor allem in die duale Ausbildung. Und Zuwanderung gehört genauso mit dazu. Aber auch das Thema, was wir heute besprochen haben, die Digitalisierung und auch die Automatisierung, wird uns helfen, auch dass Arbeit anders zu organisieren ist. Das heißt, es wird am Schluss um eine Mischung gehen von unterschiedlichen Instrumenten, um eben auch unseren Arbeitsmarktbedarf in den nächsten Jahren vernünftig zu decken. Mhm. Vielen Dank für diese Antworten. Das waren die Fragen, die vorab bei uns eingegangen sind. Das war Martin Dulich konkret für Mai. Wir sehen uns im Juni wieder, wenn Sie mögen. Dann geht es um Zukunft der Mobilität. Und dazu laden wir Sie zu einer Spritztour nach Leipzig ein, und zwar in einen E-Bus. Ich hoffe, Sie sind dabei. Wir würden uns freuen und sagen Tschüss bis dahin. Nutzen. Also das heißt, auch ich habe Homeoffice gemacht und werde es auch weiterhin tun. Wer dachte, Sie haben Zeit, die Familie, die Sie dann abhalten wollte, wie es ja bei vielen zu Hause ist, oder? Unterschiedlich. Also sowohl haben die Familienmitglieder gedacht, naja, er ist ja zu Hause, da kann er doch. Aber auch auf Arbeit, der ist auch zu Hause, da kann er doch. Also auch das gab's. Es muss sich halt alles erst zurechtrückeln. Was ist Arbeit eigentlich wert, ist die nächste Frage. Egal, ob analog oder digital. Die Frage ist, was ist Arbeit? Wir reden natürlich immer von Erwerbsarbeit, weil Menschen arbeiten, um sozusagen Lohn und Brot zu haben, sich und ihre Familie zu ernähren. Aber Arbeit ist ja mehr. Es gibt ja genauso auch die Fürsorgearbeit, indem man sich um seine Kinder, um seine Eltern, um seine Partnerschaft kümmert. Genauso wie es ehrenamtliche Arbeit gibt. Also Arbeit ist eben mehr als nur Broterwerb, sondern es hat auch etwas mit Erfüllung zu tun, dass Menschen eben auch einen Sinn erleben, etwas zurückgeben können. Und wir sind nun mal Menschen, die uns auch über unsere Arbeit identifizieren. Das hatte das mit unserem Selbstwertgefühl zu tun. Und da ist es auch erstmal egal, ob es digitale Arbeit oder analoge Arbeit ist. Ich glaube, Arbeit ist für uns als Menschen einfach wichtig, auch in Zukunft. Jetzt kommt eine ganz praktische Frage. Stromheizung, das übernimmt im Homeoffice der Arbeitnehmer. Gibt es dafür einen Ausgleich? Was ist mit Arbeitsmitteln, die ich mir selbst zugelegt habe? Also wenn ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin eigenes Vermögen einsetzt, um beim Homeoffice tätig zu sein, hat die Person natürlich Anspruch auf Entschädigung gegenüber dem Arbeitgeber, solange das nicht durch die Lohnleistung abgedeckt ist. Aber immer noch am besten, das mit dem Arbeitgeber vorher alles zu klären, weil in den allermeisten Fällen, in solchen Fällen dann auch der Arbeitgeber die entsprechenden Arbeitsmittel zur Verfügung stellt. Aber ansonsten hat man auch schon einen Anspruch auf Erstattung von Kosten. Gibt es da auch einen steuerlichen Anspruch? Auch das kommt wieder immer konkret darauf an. Zum Beispiel jemand, der sein Arbeitszimmer steuerlich absetzt, hat jetzt weniger was mit Homeoffice zu tun, sondern damit, dass man eben auch ein Arbeitszimmer zum Beispiel zur Verfügung hat. Also das muss man immer jeweils konkret betrachten auf die jeweilige Situation. Haben sich vielleicht in diesem Jahr auch neue Situationen dann ergeben. Glauben Sie, dass man gegenüber neuen Arbeitsmodellen in Zukunft offener und mutiger sein wird? Also die Frage letzten Endes, was bleibt aus diesem Corona-Jahr, was ja vieles über den Haufen geworfen hat? Wir haben ja am heutigen Tag in den Diskussionsrunden sehr häufig von dem Praxistest gesprochen. Das heißt, wir haben jetzt einfach die Erfahrung gemacht und ich glaube, es bleibt
die Erfahrung hilft uns, dass Arbeitswelten sich verändern und wir vielleicht mit weniger Angst und Sorgen an diese Veränderung rangehen, weil wir schlichtweg diese Erfahrung jetzt gemacht haben, dass es uns hilft, auch flexibler zu sein. Aber wir haben auch Grenzen kennengelernt und von daher glaube ich, dass diese Entwicklung, dass sich Arbeit verändert und auch Arbeitsformen, Arbeitszeiten und die Veränderung zwischen der festen Arbeitszeit für eine Sache und vielleicht die Freizeit, das wird bleiben, diese Veränderung, und das ist auch gut so. Und ja, man sollte sogar mutiger sein, weil man muss eben Dinge erstmal erfahren und ausprobieren. Auch Dinge, die nicht gehen, muss man erstmal wissen, dass sie nicht gehen. Welche Anforderungen kommen auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu und wer bildet sie weiter? Ich glaube, dass das eine ganz entscheidende Frage ist, weil wenn wir über die Veränderung, den Wandel von Arbeit reden und wir werden in Zukunft anders arbeiten, hat das natürlich massive Konsequenzen für die Ausbildung, für die Bildung, für die Ausbildung, aber eben auch für die Weiterbildung. Denn auch Menschen, die jetzt mehrere Jahre in einem Job tätig waren, müssen sich vielleicht auf Veränderung einstellen und dementsprechend sich weiterbilden und qualifizieren. Da kommt sowohl auf das Unternehmen eine große Verantwortung zu, dass eben sie ihre eigenen Beschäftigten mitnehmen in Veränderungsprozesse, aber auch der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin muss die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden, sich qualifizieren, vielleicht auch weiterzubilden in Bereichen, die jetzt nicht originär nur mit der Arbeit zu tun haben, um einfach auch den eigenen Horizont zu erweitern, andere Kompetenzen zu bekommen. Denn auch ein Unternehmen muss ein Interesse daran haben, vielseitig interessierte, kompetente, ja auch zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Deshalb ist Aus- und Weiterbildung viel umfassender als jetzt nur auf die Arbeit selber konzentriert. Wir haben dazu eben auch unterschiedliche Förderinstrumente, zum Beispiel in Sachsen den Weiterbildungscheck, um eben genau auch Weiterbildung und Ausbildung und Qualifizierung zu unterstützen. Okay. Wir kommen zum Thema Automatisierung. Wenn künftig technische Systeme durch künstliche Intelligenz Entscheidungen treffen, was ist dann die Aufgabe des Menschen? Na gut, das ist eine sehr ethische Frage. Was ist die Aufgabe von künstlicher Intelligenz? Künstliche Intelligenz soll nicht die Entscheidung von Menschen ersetzen, sondern sie soll unterstützen. Und deshalb ist auch die Form von künstlicher Intelligenz eine Unterstützung, eine Hilfe. Sie wird auch nicht Arbeit ersetzen, sondern verändern. Und sie wird eben auch die Arbeit von Menschen sozusagen verbessern. Dementsprechend sind wir wieder bei dem Thema, dass sich Arbeit verändert und künstliche Intelligenz kann dazu eben auch einen großen Beitrag leisten. Aber es wird auch Bereiche geben, dort wird, obwohl es vielleicht technisch möglich ist, man trotzdem sich entscheiden, nicht auf künstliche Intelligenz oder auf Robotik zu setzen. Ich glaube zum Beispiel, dass soziale Arbeit in Zukunft an Bedeutung zunehmen wird, weil Menschen wollen von Menschen gepflegt werden oder Menschen wollen mit Menschen zu tun haben im sozialen Umfeld. Ich glaube tatsächlich, dass die Bedeutung von sozialer Arbeit zunehmen wird, selbst wenn es Pflegeroboter geben sollte, die mithelfen würden, dass vielleicht körperlich schwere Arbeit entlastet wird. Glaube ich nicht, dass wir in Deutschland Pflegeroboter haben, die Menschen ersetzen. Mhm. Und umgedreht glaube ich auch, dass zum Beispiel schöpferische Arbeit auch an Wert gewinnen wird, weil man sich vielleicht entscheidet, bewusst etwas zu kaufen oder herstellen zu lassen, wo man weiß, das hat ein Mensch hergestellt und nicht der 3D-Drucker. Es hat auch etwas mit unserem Bewusstsein zu tun. Deshalb möchte ich keine Panikmache mit unterstützen, dass künstliche Intelligenz zu einer sterilen künstlichen Welt führen. Sie wird unsere Arbeit verändern, aber es wird auch Bereiche geben, die nochmal an Bedeutung gewinnen werden. Nicht nur die Arbeit verändert sich, auch die Demografie in Sachsen. Haben wir in Zukunft überhaupt genügend Fachkräfte in Sachsen, wenn in den kommenden 10 Jahren viele Menschen in Rente gehen? Das ist tatsächlich für Sachsen eine riesengroße Herausforderung, denn wir sind aufgrund unserer Altersstruktur in Sachsen tatsächlich mit das älteste Bundesland und wir werden bis zum Jahr 2030 allein 300.000 Menschen weniger auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen haben als heute. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere eigenen Ressourcen und Reserven nutzen. Nicht alle, die zum Beispiel eine Ausbildung machen können, haben die Chancen dazu. Wir lassen auch zu vielen Menschen oder vergeben zu viele Chancen, auch Menschen auf den Arbeitsmarkt zu bringen, die vielleicht dort gut aufgehoben sind, die vielleicht erstmal eine Unterstützung brauchen, dass sie ausbildungsfähig sind, die, sagen wir mal, Begleitung brauchen,
Unterstützungsmaßnahmen haben. Wir sollten schauen, dass Menschen, die gearbeitet haben in bestimmten Bereichen und mit der Arbeit unzufrieden sind, dann auch sofort Angebote haben in anderen Bereichen. Also wir brauchen ganz andere Unterstützungssysteme, um unsere Reserven und Ressourcen stärker zu nutzen. Wir müssen in die Ausbildung investieren, vor allem in die duale Ausbildung. Und Zuwanderung gehört genauso mit dazu. Aber auch das Thema, was wir heute besprochen haben, die Digitalisierung und auch die Automatisierung, wird uns helfen, auch dass Arbeit anders zu organisieren ist. Das heißt, es wird am Schluss um eine Mischung gehen von unterschiedlichen Instrumenten, um eben auch unseren Arbeitsmarktbedarf in den nächsten Jahren vernünftig zu decken. Mhm. Vielen Dank für diese Antworten. Das waren die Fragen, die vorab bei uns eingegangen sind. Das war Martin Dulich konkret für Mai. Wir sehen uns im Juni wieder, wenn Sie mögen. Dann geht es um Zukunft der Mobilität. Und dazu laden wir Sie zu einer Spritztour nach Leipzig ein, und zwar in einen E-Bus. Ich hoffe, Sie sind dabei. Wir würden uns freuen und sagen Tschüss bis dahin.